Biohacker, Bodymodder, Cyborgs. In dieser Folge Alpha Tester geht es um Körpererweiterungen. Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alpha Tester. Mein Name ist Lee Esposito und auf diesem Kanal geht es um Innovation, Technik und digitalen Lifestyle. Biohacker, Bodymodder und Cyborgs. Warum finde ich das interessant genug, um darüber ein Video zu drehen? Naja, irgendwie gehöre ich zu allen drei Gruppen ein kleines bisschen. Aber schauen wir uns erstmal die Definition der Begriffe an. Biohacker. Ein Biohacker oder Grinder ist eine Person, die sich aktiv mit biologischen Systemen beschäftigt, um sie zu verstehen, zu modifizieren oder zu verbessern. Dies kann durch den Einsatz von Technologien, Experimenten und Selbstoptimierungstechniken geschehen. Der Begriff kann aber auch Personen umfassen, die sich do-it-yourself in Bereichen wie Biologie, Genetik oder Molekularbiologie experimentell betätigen. Da kommt dann sowas raus wie leuchtende Kaninchen, gesteigertes Muskelwachstum, CRISPR-Cas9. Die Anwendungsmöglichkeiten sind riesig und die Community wächst dank bezahlbarer Labortechnik und Open-Source-Wissen. Einen kleinen Einblick in die Szene hat in den letzten Jahren die deutsche Sci-Fi-Serie Biohackers mit Jessica Schwarz und Luna Wedler geliefert. Die Geschichte handelt von der Medizinstudentin Mia, die in die gefährliche Welt der Genomforschung und illegalen bioethischen Experimenten gerät. Die Serie schaut auf die moralischen und ethischen Herausforderungen, die mit der Manipulation von DNA und biotechnologischen Fortschritten verbunden sind. Bodymodder. Ein Bodymodder ist eine Person, die durch künstliche Körpermodifikationen wie Piercings, Tätowierungen, Implantate oder andere Veränderungen ihre äußere Erscheinung gestaltet oder individualisiert. Die etwas extremere Art des Bodymoddings sind diese gespaltenen Zungen, Teufelshörner, tätowierte Augen, Plugs oder Tunnel an Stellen wie der Backe, Brandings, sowas alles. Cyborg. Ein Cyborg, das steht übrigens kurz für Cybernetic Organism, ist eine fusionierte Einheit aus biologischen Organismen und künstlichen Technologien. Diese Mischung ermöglicht es, menschliche Fähigkeiten zu erweitern oder zu verbessern, indem technologische Komponenten in den Körper integriert werden. Wir haben bei Cyborg immer gleich das Modell 101, ne? Arnold Schwarzenegger oder den weiterentwickelten T-1000, gespielt von Robert Patrick, aus den Terminator-Filmen im Kopf. Oder Peter Wellers Gesicht aus Robocop. Aber schon mit so einem Cochlea-Implantat, also einer elektronischen Innenohrprothese, ist man faktisch ein Cyborg. Hand- oder Armprothesen lassen sich inzwischen mit Gedanken steuern. Elon Musk geht mit seiner 2016 gegründeten Company Neuralink noch einen Schritt weiter. Hier wird aktiv an einem BCI, also einem Brain-Computer-Interface, geforscht. Seit September 2023 können sich Patienten mit ALS oder speziellen Verletzungen der Halswirbelsäule auf Neuralink.com zur Studie anmelden. Die Verbindung von Mensch und Maschine ist ein ewiger Traum, den man allgemein mit Transhumanismus beschreiben kann. Transhumanismus ist die Philosophie, die Grenze des Menschenmöglichen, also sowohl intellektuell, physisch als auch psychisch, durch Technologie zu erweitern. Das Prinzip kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Blade Runner, Ghost in the Shell, Ex Machina und meinen persönlichen Favoriten Westworld, love it, und Strange Days. In den USA gibt es seit 2014 die Transhumanist Party, eine eingetragene Partei, die für 2024 einen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl stellt. Biohacker, Bodymodder und Cyborgs. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Vor 7 Jahren habe ich mir selbst einen RFID-Chip hier in die Hand installiert. Auf dangerousthings.com kann man sich solche Spritzen hier perfekt vorkonfiguriert aus Amerika bestellen und sich selbst unter die Haut injizieren.
sieht auf dem Röntgenbild dann so aus. Ich habe hier drin einen 13,56 MHz Chip, den man ganz einfach mit einer App auf dem Telefon beschreiben kann. Aktuell habe ich mein LinkedIn-Profil drauf gespeichert und wenn ich also mit dem Handy hier über die Stelle fahre, dann erscheint wie bei einem QR-Code hier ein Link, mein Profil öffnet sich und mein Gesicht ist zu sehen. Ist das jetzt alles, was man damit machen kann? Achtung, jetzt wird's nerdig. Mit so einem Chip in der Hand kann man zum Beispiel Türen öffnen, Musik abspielen oder ein Licht einschalten. Zusammen mit meinem Azubi haben wir das hier gebaut. Das ist ein Arduino Uno, also ein kleiner programmierbarer Minicomputer mit einer NFC, also Near Field Communication Antenne. Und hier drin ist noch ein Fibaro Smart Implant verbaut. Sieht man hier so ein kleines Teilchen und das kommuniziert dann mit meinem Smart Home System. Also wenn dieses Ding hier Strom hat, ich stecke das einfach mal an, startet ein kleines Programm und die Antenne wird aktiviert. Und wenn ich jetzt mit meinem Chip in die Nähe der Antenne komme, dann liest der Minicomputer die Seriennummer meines Chips aus und vergleicht die mit der Nummer im Programm. Wenn die Nummer stimmt, dann schickt der Arduino ein An-Signal an dieses kleine Smart Implant. Und das Smart Implant schickt per Z-Wave-Signal, sowas wie WLAN, ein An-Signal an meine Smart Home Zentrale. Damit kann ich in meiner Smart Home Zentrale dann machen, was ich möchte. In diesem Fall hier, ich halte meinen Chip jetzt mal an die Antenne und wir sehen, die Smart Home Zentrale schaltet mein Testlicht ein und wieder aus. Es könnte jetzt aber genauso meinen Rechner hochfahren oder das Garagentor öffnen oder meine Lieblingssongs auf Spotify abspielen. Fühle ich mich jetzt deswegen wie ein Cyborg? Eher nicht, auch wenn ich per Definition dazugehören würde. Ich sehe mich einfach als neugieriger Nerd, der zumindest nicht davor zurückschreckt, sich selbst eine Spritze in die Hand zu jagen, um einen Punkt zu machen. Mein Antrieb ist ganz oft einfach der Proof of Concept, das Gefühl, wenn die Lampe angeht. Fun Fact. Bei einem MRT, also so einem Kernspin, müsst ihr euch wegen dem Chip keine Sorgen machen. Ich war schon in so einer Röhre und mein Chip hat's überlebt und wurde auch nicht rausgezogen. Was die Röhre wohl eher nicht überleben würde, ist der neueste Trend im Biohacking Body Modding. Und zwar Biomagneten. Hiermit wird es möglich, ein zusätzlicher Sinn, das Fühlen von Magnetfeldern. Und natürlich einen magnetischen Finger, der Büroklammern zum Beispiel vom Tisch aufheben kann. Die neueste Entwicklung bei sogenannten Biomagneten ist, dass man sich den Magneten mit einer sterilen Spritze in den Finger appliziert. Bisher musste man mit dem Skalpell aufschneiden und dann den Magnet drunter werkeln. Das klingt jetzt ein bisschen angenehmer, auch wenn es schon eine Überwindung ist. Wie ich mir den Chip hier reingemacht habe, war eine ganz schöne Überwindung. Wenn man den Magneten dann über längere Zeit im Körper behält, entwickelt sich ein zusätzlicher Sinn und das auch ganz automatisch, denn der injizierte Magnet vibriert, wenn er andere Magneten, andere normale Magneten oder ein starkes Magnetfeld von zum Beispiel elektrischen Leitungen sieht. Und das bekommen natürlich die Nerven drumherum mit, dass der Magnet leicht vibriert und geben diese Information dann ans Gehirn weiter. Nach 2 bis 3 Wochen soll man dann Stromleitungen, Magnetfelder erfühlen können. Bestellt habe ich ihn noch nicht, aber interessant finde ich es schon. Interessant wird sicher auch wieder in der nächsten Folge Alpha Tester, der Kanal für Technik, Innovation und digitalen Lifestyle. Damit ihr sie nicht verpasst, Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Ich wünsche euch was. Ciao.